Wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werden wir uns mit 10 Fehlern in der Hundeerziehung beschäftigen. Ich habe mich hier von einem Kanal inspiriert und wollte diese Tipps einfach nochmal auf meinem Kanal nennen. Der erste Punkt ist die Vermenschlichung. Man sollte mit einem Hund klar kommunizieren. Lange Sätze verstehen die Hunde natürlich nicht. Kurze Kommandos sind da echt viel angebrachter. Außerdem sollte man dem Hund nicht viele Emotionen von sich vermitteln oder zeigen, denn das kann er auch mal falsch verstehen. Wenn er zum Beispiel irgendwas macht, was er eigentlich nicht soll und man sauer wird, dann versteht er das einfach nicht richtig. Es ist einfach wichtig, mal sich in den Hund zu versetzen. Das zeigt jetzt auf die folgende Situation. Nehmen wir an, er legt sich auf die Couch ganz gemütlich und ihr kommt gerade von der Arbeit, von der Schule etc. Aber euer Hund darf eigentlich gar nicht auf die Couch und ihr werdet etwas sauer. Der Hund kann diese Emotion nicht richtig interpretieren. Also er weiß dann nicht, warum ihr sauer seid. Er kriegt da kein schlechtes Gewissen, sondern weiß einfach nicht, warum. Deswegen ist es wichtig, den Hund nicht zu sehr zu vermenschlichen und ihm nicht zu viele Emotionen zu zeigen. Man sollte auf keinen Fall zu wenig Grenzen setzen. Hunde, die gar keine Grenzen bekommen, wissen nicht, wohin mit ihrer Energie und sind dann auch schlecht zu handeln. Es gibt Hunde, wo man eher wenige Grenzen setzen muss, da die schon sehr, sehr gut hören, auch mit Rückruf und so weiter. Aber es gibt auch die Hunde, wo man gar keine Grenzen setzt und die dann irgendwann machen, was sie wollen. Und das ist nicht gut für die Hundeerziehung. Somit ist es wichtig, dass jeder Hund Grenzen benötigt. Nicht zu wenig, jedoch aber auch nicht zu viele Grenzen. Besonders gerade dann, wenn ein Hund einzieht, wollen wir so schnell wie möglich, dass er ganz viel lernt. Also zum Beispiel Sitz, Foto, Platz, Rückruf, alles Mögliche. Damit sollte man tatsächlich aber lieber erst warten. Die Grenzen sollten Schritt für Schritt aufgebaut werden. Gründe dafür, dass man diese Grenzen erst aufbauen sollte, sind zum Beispiel, dass der Hund unter unserem Ehrgeiz dann ziemlich leidet. Außerdem belastet es die Hunde sehr und es ist schlecht für die Beziehung von Mensch und Hund. Der nächste Fehler ist die fehlende Konsequenz. Sagen wir einfach, euer Hund soll gerade Platz machen und dann macht er es einfach nicht, aber er kann es und das wisst ihr, dann solltet ihr nicht einfach aufgeben, sondern solltet das auch wirklich durchführen, denn was ihr dann angefangen habt, solltet ihr auch durchziehen. Denn der Hund braucht eine gewisse Konsequenz und wenn ihr dann auch mal den Hund das Ganze einfach so machen lässt, wie er es denn gerade möchte, dann denkt er sich auch, cool, dann höre ich jetzt mal einfach nicht und der Hund sollte wirklich auf die Kommandos hören, trotzdem aber mit viel Liebe erzogen werden, aber halt auch konsequent. Klar, sich über die richtige Hundeerziehung zu informieren, ist natürlich sinnvoll. Aber nicht immer muss alles ganz perfekt laufen. Wenn es bei einem in einem Video gut klappt, zum Beispiel der Rückruf, dann muss das nicht sofort bei euch klappen. Und ihr müsst nicht dann alles wirklich genau so machen, wie es im Internet oder in Büchern gemacht wird. Denn ihr müsst eher schauen, was auf euch zutrifft und was ihr gerade für euren Hund braucht. Und wie ihr das am besten machen würdet und nicht nur auf die Außenwelt und Tipps von da achten. Es ist natürlich gut, wie schon gesagt, sich zu informieren und das sollte man auch. Aber man sollte auch in dem Moment schauen, was am besten für einen selber ist. Unbewusste Bestätigung kennt bestimmt jeder Hundehalter. Beispiele sind dafür das Hochspringen, was der Hund nicht soll, oder wenn der Hund zum Beispiel nicht auf die Couch soll. Da gibt es ganz verschiedene Beispiele. Nehmen wir an, er springt an dir hoch, aber der Hund darf nicht. Und dann sagt man einfach so, ja, du sollst es doch nicht machen. Aber streichelt den Hund zum Beispiel dabei und sagt, nein, 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 das sollst du nicht machen, auch noch im hohen Tonfall. Und dann ist das für den Hund wie eine Bestätigung, dass das für ihn heißt,
Ja, das sollst du machen, weil er versteht ja sowieso keine langen Sätze. Und wenn er dann auch noch Bestätigung bekommt, das heißt jetzt in dem Fall das Streicheln, dann ist es für ihn wirklich so, ja, das sollst du machen. Und dann macht er es immer wieder und viele Hundebesitzer wundern sich dann, warum der Hund das denn nicht lernt. Also bitte schenk dem Hund da keine lobende Aufmerksamkeit in solchen Fällen. Wenn du eine schlechte oder gar keine Kommunikation mit deinem Hund hast, leiden die Vierbeiner. Es ist die Grundbasis der Hundeerziehung und der Hund sollte den Menschen verstehen, sowie andersrum. Das heißt, dass jeder auf den anderen achtet und die Gefühle von dem jeweils anderen wahrnimmt. Zum Beispiel, wenn ein Hund jetzt nicht gestreichelt werden möchte, soll man das auch dann nicht tun. Wenn er dann in Ruhe gelassen werden möchte, sollte man ihn wirklich in Ruhe lassen. Das ist eine gute Kommunikation. Das Ganze ist ein Irrglaube. Von einem der beiden Videos, wo ich mich inspirieren habe lassen, gibt es ein gutes Beispiel. Und zwar, wenn man beim Rückruftraining den Hund immer wieder belohnt, sei es streicheln, sei es Leckerli. Und dann in einem Fall, wo der Hund dann bei anderen Hunden ist und dann mal irgendwie zurückgerufen wird, dann ihn nicht belohnt, sondern an die Leine nimmt. Für den Hund ist das eine Bestrafung. Man sollte eher ihm freundlich entgegenkommen, ihn begrüßen, Leckerchen geben, streicheln und ihn dann auch wieder freilassen. Also nicht irgendwie dann in der Situation, wenn der Rückruf wirklich eingesetzt wird, dass man ihn dann nicht belohnt, sondern man sollte ihn weiterhin belohnen. Und man sollte in dem Fall nicht denken, ja, der Hund kann das, der braucht keine Belohnung mehr. Nein, der Hund braucht auch gerade da eine Belohnung, weil manche Hunde, also irgendwann verstehen die Hunde das dann nämlich und dann schauen sie absichtlich in eine andere Richtung. Genau, und viele Hundehalter verwenden den Rückruf dann halt nur, wenn es wirklich nötig ist, also wenn der Hund zum Beispiel in der Hundegruppe ist und das zu wild wird oder so. Ich persönlich würde den Hund dann manchmal auch einfach so mal zurückrufen, wenn er zum Beispiel zu weit vorne ist oder generell einfach, damit er es nicht verlernt. Und das muss man natürlich dann auch weiterhin belohnen, damit er das Ganze nicht verlernt. Ein Hund, der zum Beispiel sehr überdreht ist, sollte nicht überdreht gefordert werden, sondern eher Denkspiele zum Beispiel machen, Intelligenzspielzeuge, dass er so ein bisschen runterkommt. Aber es gibt da auch wirkliche Ausnahmen. Wichtig ist einfach nicht zu wenig, nicht zu viel Auslastung und genau die Auslastung, die dein Hund braucht. Zum Beispiel Huskies rennen total gerne. Das sollte man auf jeden Fall auch wissen. Der letzte Fehler, also im heutigen Video, ist der Leinenkontakt. Tatsächlich, also man sollte Hundebegegnung an der Leine eher vermeiden, da man ja gar nicht weiß, ob der andere Hund oder der eigene Hund sonst sozialen Kontakt möchte oder vielleicht ist der eigene oder andere Hund ja auch krank, beziehungsweise sie können auch nicht richtig kommunizieren, weil Hunde kommunizieren größtenteils über Räume und sie haben da halt einfach einen eingeschränkten Raum. Und ihr solltet es am besten auch so machen, dass wenn ein anderer Hund auf euch zugestimmt kommt, ihn eher abzublocken, weil sonst müsste es euer Hund selbst regeln. Und das ist halt nicht gut und besonders wenn ein Hund einen anderen Hund sieht, dann lernt er an der Leine zu ziehen. Also er zieht dann ja automatisch an der Leine und so lernt er dann auch überhaupt dieses an der Leine ziehen. Deswegen sollte man Kontakt an der Leine eher auf jeden Fall vermeiden. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da und ja, ich sammle auch gerade Q&A-Fragen, Verbesserungsvorschläge und Tipps. Also wenn ihr da welche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ciao!